Hallo meine Fußballfreunde und seid hier ganz herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Wir haben hier in der letzten Folge das tote Pferd gefunden. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliegen abgewehrt. Aber die gehen nicht weg. Wir sind, ja, zweimal geflüchtet. Moin Kumpel, wie geht's dir? Ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt da auf uns zukommen könnte. Also ich bin einfach... Und dann ist hier auf einmal so ein Altar. Oh Junge. Ich hab... Ah. Okay. Okay, was ist das? Geist Jesu, mach mich bereit, Vater Knut. Leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde Temple Gate, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Oh, und jetzt müssen wir in diese Richtung. Das verheißt nichts Gutes. Ich kann nicht sehen. Hier ist irgendwie ein Weg. Was ist das denn? Oh, Junge. Wir hören gleich wieder hier was aus den Funktürmen. Oh. What the fuck? Huh. What the fuck was that? Oh lol! Tote Vögel? Da war wieder dieser Blitz und tote Vögel? Was zur Hölle? The teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. Ein Lehrer. Warte, der genaue Wortlaut war... Oh, warte. Ziel, finde einen Weg zum Dorf. Okay, warte. The teacher once told Ein Lehrer erzählte mir mal, dass der Gesang der Vögel beweist, dass Gott existiert und uns liebt. Wir waren in der Schule und haben da ja jemanden gesehen, einen Mann. Das Ding ist, ich glaube, das ist hier erstmal das Dorf. Warte mal, kann man hier lang? Muss ich hier lang? Ich weiß nicht, ob ich hier oder... Ne, warte. Bevor wir sonst da wirklich lang gehen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, weil da ist ja auch ein Weg. Es gibt jetzt irgendwie zwei Wege. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt irgendwie entscheiden kann. Absolut keine Ahnung. I have absolutely no idea, my friend. There's gotta be another way. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, wie? Ach so. Na, okay. Das heißt, wir müssen da lang. Okay, ich sollte lieber nicht rennen. Wer weiß, ob wir nicht vielleicht sogar nochmal flüchten müssen. Oh, und dann da oben auch noch hin irgendwie zu so einem komischen... Hä? Na. Oh, nee, warte. Haha. So haben wir von oben gesehen, dass hier eine Batterie ist. Hi, Friend. Danke für die Batterie, die du uns erbrachtest. Danke Gott, dass du uns sie erbrachtest. So.
Jetzt gebe ich aber Dank, Alter. Das Spiel wird immer krank, habe ich im Gefühl, und es wird auch immer heftiger. Was? Was? Lol, hier geht's. Oh ne. Oh, oh. Alter. Alter, ist das dunkel hier. Wow. Erstmal aufnehmen. Stimmt, wir könnten schauen uns gleich nochmal das Video an, wo wir die Frau gesehen haben. Und der Name ist, ich habe nochmal eben nämlich bei Steam geguckt, die heißt Martha. Die habe ich nämlich freigeschaltet, als wir das allererste Mal gestorben sind. So, Höhlentempel. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Warte, nochmal anhören. He said she did it to er herself. Sagte, sie tat sich dies selbst an. Er sagte, er beschütze dich. Ich habe ja noch nicht mal so gesagt, was meine Theorien nämlich aktuell sind. Deswegen gehe ich mal eben kurz auf den Kameramodus. Warte, so. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel erfahren. Also finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht. Jedenfalls, warte mal. Ja, Martha. Wusste ich doch, die heißt Martha. Bislang haben wir auch alles gefunden, oder? Wow, auch heftig. Wir haben schon, also wir haben 26 Sachen hintereinander gefunden. Aber mit Sicherheit übersehen wir irgendwann was. Naja, jedenfalls, worauf ich hinaus will. Wir waren in der Schule, so, und da haben wir jetzt schon gesehen, dass ein Lehrer sagte, die Vögel sind, warte, wie war das nochmal, dass ich es auch richtig zitiere? Ein Lehrer erzählte mir mal, dass der Gesang der Vögel beweist, dass Gott existiert und uns liebt. Ich glaube, dieser Lehrer oder den Lehrer sehen wir noch. Habe ich einfach nur so... Na, falsche Taste. Habe ich einfach nur so im Gefühl. So, außerdem, wir haben sehr viel über Jessica und Lynn erfahren. Jessica hat sich ja angeblich selbst umgebracht. So, und wir sind ja eigentlich hier mit unserer Frau Lynn, um ja diesen Mord an dieser an diesem schwangeren Mädchen herauszufinden, was ja die Tochter von Ethan ist. Haben wir schon festgestellt, als wir bei Ethan waren. Auf ihren Namen komme ich jetzt aber leider nicht mehr. Irgendwas mit A war das. Ebenezer, Abyss, irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt gerade leider nicht mehr, sorry. Jedenfalls ist so eine Theorie, ich glaube, sehr viel hängt hier mit Jessica auch zusammen. Wir waren in der Schule und haben da irgendwie diesen Abschiedsbrief gelesen. Und dieser Knot ist sowieso krank. Also, so, Martha. Jesus Christ. Um Gottes Willen. The others call her Martha. Yeah. The smell of what she burned like coal smoke and frankincense. Weihrauch. Okay. Okay, gespeichert wurde. Wir haben. There's gotta be a way back to the village. Ja, ich weiß. The church. Eine Nein! Some kind of heretic temple. Ketzertempel. Oh Gott. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, da liegt eine Batterie. Nice. Hä, müssen wir hier nicht hoch?
Ist das euer Ernst? Das schaffe ich doch niemals. Okay. War klar, dass das falsch ist. Hä? Wo muss ich hin? Hä? Bin ich gerade dumm? Church. No. Some kind of heretic temple. Da muss ich. Da müssen wir hin, okay. War mir eigentlich aber klar, weil der Weg war viel zu weit. Alter, hört bitte auf damit. Ich wollte nur mal gucken, wie lange ich aufnehme. Keine Sorge. Boah. Oh, speichert. Oh ne. Ich hasse Speicherpunkte. Einerseits sind die gut für Folgen. Alter, was ist das hier? Hier sind nur noch tote Menschen. Alter, das ist... Hier ist sogar einer in Rot. Hat das was Besonderes zu bedeuten? Ich werde jetzt einfach mal aufnehmen, vielleicht für ein Ereignis, was wir übersehen. Das weiß man ja mal nicht. Knock, knock, who's there? Ist das Len? Oder Jessica? Ich will... Nein, falsche Taste. Immer nach Batterien Ausschau halten. Wir haben zwar gut, aber ich sag mal, man kann. Ist das Jessica? Ist das Jessica? Hä? Wait. Spielt keine Spielchen mit mir. Da hing gerade jemand und das war eindeutig eine Frau und das war, glaube ich, Jessica. Oh, spielt keine Spielchen mit mir. Wir finden die Hure, die Dunkelheit auf diese Erde gebracht hat. Wir lassen mal eben kurz. Die sind doch krank, die Leute. Geht mal in die Psychiatrie. Nein. Oh, nein. Oh, ich will nicht. Oh. Da unten ist auch jemand. Hi. Aber. Da unten war auf jeden Fall jemand. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe jedenfalls da einen gesehen. Oh, warte. Nee, warte. Geh nochmal zurück. Nochmal kurz hier gucken. Habe ich hier was übersehen? Nee, da gehe ich aber auch nicht runter. Okay. Lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Wir nehmen auf, beim kurz gucken. Okay. 14 Minuten. So in etwa. Plus, minus. Ein bisschen. Ah! Haha! Nice one. Mal gucken, ob wir dann auch was übersehen haben irgendwie, weil das sieht man ja immer dann, wenn wir ein Dokument finden oder ein Video aufnehmen. Finden werden wir es sowieso nicht mehr, aber... The
chapel. I could see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth like the sound of scissors. Einer Schere. Das ist nichts Gutes da. Und da müssen wir auch noch hin. Ich verstecke mich. Ne, okay. Ich dachte erst, das wäre eine Batterie. Ach, falsche Taste. Hä? Hallo? Speichern. Alter, wo sind wir jetzt hier? Sind hier... Einfach erstmal weggerannt. Weil diese Musik weiß nichts Gutes. Das bedeutet, jemand verfolgt uns. Oh. Theoretisch könnte ich sagen, ich speichere einfach hier. Na komm. Da war ein Speicherpunkt. Wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Bitte hör auf mit dieser Musik. Okay. 9. März. Noch mehr tote Kinder. Knut sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knut oder Knott, keine Ahnung, sag mal, wie ich den denn aussprechen soll, sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Hört mit der Musik auf. Danke. Sorry, ich lese weiter. Ich erwachte heute im Glauben vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Ich erwachte heute im Glauben vom Blut, aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Ob die alle irgendwie zum Tod verdammt sind? Ne, das kann nicht richtig sein. Mal eben, okay. Da ist eine Tür. Da unter ist Wasser. Alter. Warte mal eben ganz kurz. The chapel. Somebody will know where they take it. Also unser Ziel ist immer noch zur Kapelle. Wir nehmen jetzt auf, noch mal gucken. Okay. Ja, fast. Warte, erstmal nur aufsperren.
Alter. Wo sind wir hier? Oh, diese Musik direkt schon auf. Wisst ihr das? Oh, Mais. Ist ja auch witzig. Wir waren auf dem Maisfeld. Und eine Suppe. Naja, übers Kochen müssen wir nochmal reden. Das ist keine Suppe. Ich zeige euch mal, wie eine Suppe geht. Und da ist schon wieder dieser Mann. Also das ist nicht dieser Not. Weil den haben wir ja gesehen. Das war ja der, der uns geküsst hat, so eklig. Okay, wir müssen so oder so nach oben. Ich dachte nur... Vielleicht ja auch nicht. Oh, cool, cool. Hey. 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 Nice. Kann man auch so ein bisschen mal spielen. Okay. Wir müssen nach oben. Will auch nicht. Ich sein werde. Also, oh. Durch das Land sind diese Welt drin will. Wir sind die Scheide der Apokalypse. Hier ist irgendwas faul im Staate Dänemark, wie man so schön sagt. Okay, blockiert. Einige geschoben, diese zu versperren. Oh, ja, okay, da ist die Tür versperrt. Hier sind einfach mal Keulen. Lecker. Uns verstecken und hier ist ein Zettel. Okay. Mach ich mal so. Sullivan, Papa Ezekiel, Lügner, Scharlatan Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, vergewaltiger Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf uns auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen. Wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen. Naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Vision wäre die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen. Denn unsere Liebe ist größer, als dass du es dir je vorstellen könntest. Well. Sullivan. Also wir haben Ezekiel, das ist ja dieser Not. Weil das haben wir einmal in diesem Zettel gelesen, dass er ja dieses I in sein eigenes Auge oder so ja schrieb. Und das ist er. Und dann haben wir diesen Sullivan. Ich glaube, das sind dann so diese zwei Fraktionen. Und wir haben jetzt auch schon sehr oft diesen Namen Well gehört. Das ist kein... Warte mal, kann man hier unterkriechen? Ja, okay. Das ist kein Zufall. Hallo? Streng dich an, Junge! Ich hoffe, wir speichern, weil dann wäre das wirklich ein guter...
Und wir speichern. Wir haben in dieser Folge einiges erfahren, wenn auch, ich sag mal so, von Jump'n'Runs oder irgendwie sowas wenig vorhanden war. Haben wir aber einiges noch so über die Person erfahren, einiges so auch, ich glaube auch ein bisschen über uns, weil wir haben da ja dieses Mädchen hängen gesehen. Also wir haben das da hängen gesehen. Wir haben es da hängen sehen. Doch, ist richtig, ja genau. War das Jessica? Ich frage mich, ob das Jessica war. Ich bin mir da, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Euer Support ist ja wirklich mega krass die letzten Tage, Wochen. Ich sag mal, wenige Abonnenten, und ich nenne es jetzt wirklich als wenig, entfernt, die 100 Abonnenten zu knacken. Und gemeinsam mit euch da draußen, und je mehr ihr mich unterstützt und je mehr ihr euren Freunden von mir erzählt, ob es ein Tippspiel ist oder jetzt in Outlast, wo ihr jetzt eben auf meinen Kanal gestoßen seid, unterstützt mich weiterhin, dass wir gemeinsam die 100 Abonnenten knacken. Würde mich tierisch darüber freuen. Und ich überlege mir dann da natürlich auch ein schönes Special, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge Outlast hier gefallen. Wenn es so ist, gebt einen Daumen nach oben, und dann würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.